Moin Moin! Und Glück auf! Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Kohle und Stahl. Draußen wird die Jahreszeit jetzt immer kälter, immer dunkler und was gibt es da Schöneres als zu datschen. Wir machen heute was richtig Deftiges eigentlich, ne? Was auch richtig eigentlich lecker sein sollen, würde, werden, könnte. Wir machen einen Hähnchen-Jägertopf. Ob der was geworden ist oder nicht, müsst ihr bis zum Schluss gucken. Viel Spaß! Legen wir mit unserem Hähnchenjägertopf mal los. Im ersten Schritt wird der Olli sich die Hähnchenbrüste schnappen und sie ja, in so Gulasch große Stücke zurechtschneiden und danach in eine Schüssel geben. Während der Olli liebevoll die kleinen Brüstchen behandelt, könnt ihr uns doch schon mal ein Abo dalassen. Dann verpasst ihr kein Video mehr und würdet uns richtig megamäßig unterstützen, und so ein Abo ist immer völlig kostenlos. Leute, vielen lieben Dank dafür. So, die Hähnchenbrust ist jetzt fertig geschnitten. Jetzt wird der Olli das Hähnchen natürlich auch noch würzen. Und zwar bleiben wir diesmal ganz klassisch. Wir nehmen keinen Barbecue Rub, könnt ihr natürlich machen, aber wir bleiben ganz klassisch. Als erstes nimmt er ein bisschen Olivenöl. Gibt das mit auf das Fleisch und danach wird gewürzt mit ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Paprika. Dann das Ganze richtig gut verrühren. Ja, ihr könnt danach das Fleisch natürlich auch noch für ein paar Stunden im Kühlschrank ziehen lassen, aber bei uns ist mal wieder nach Feierabend geworden. Wir wollten noch ein schönes Video drehen und da haben wir fürs Marinieren auch nicht allzu lange Zeit. Deshalb gehen wir nach dem Würzen und nach dem Durchrühren ab an den Grill. So, ich habe euch ja gerade was vom Grill erzählt. Natürlich nicht. Wir machen heute ein Gericht, wo wir einfach nur Unterhitze brauchen. Dann nehmen wir natürlich praktischerweise unseren Hockerkocher. Ja, weil auf dem Balkon, wenn man eine Unterhitze braucht, ist das einfach praktisch auf den Tisch gestellt. Und dann geht die wilde Fahrt auch schon los. Also 9er Topf drauf und erstmal richtig vorheizen. Unser Topf ist jetzt richtig schön vorgeheizt. Jetzt kommt noch ein kleines bisschen Olivenöl hinein, weil wir haben ja vorhin das Fleisch auch schon ein bisschen mit Olivenöl beträufelt, also brauchen wir jetzt nicht ganz so viel. Fleisch ab in den Topf und erstmal ordentlich anknuspern. So, und wie ihr seht, unser Fleisch bekommt so langsam schön Röstaromen von allen Seiten. Das muss auch gar nicht allzu übertrieben werden. Sobald unser Fleisch uns die gewünschten Röstaromen erreicht hat, packen wir es zurück in die Schüssel. So, das Fleisch ist jetzt raus. Und wie ihr seht, unten am Topf haben sich schon die Röstaromen schön gesammelt. Die sind nachher wichtig für unseren leckeren Geschmack. Als nächstes kommt natürlich erstmal der Bacon in die Pfanne und wird ein bisschen ausgelassen. Nachdem der Bacon sich so ein bisschen ausgelassen hat, kommen jetzt die Zwiebeln hinzu und danach auch noch der Knoblauch. Aber die genauen Mengenangaben, das wisst ihr ganz genau, habt ihr immer am Ende des Videos. Also wir werden jetzt so ein bisschen was dazu erzählen, aber die genauen Mengenangaben stehen immer hinten dran. Jetzt das Ganze ordentlich durchrühren und ach, was soll ich euch sagen? Bacon, Zwiebeln, Knoblauch, hier ist ein Duft auf dem Balkon, jetzt schon richtig geil. So, jetzt machen wir noch unseren Deckel drauf und jetzt darf das Ganze so für 10 Minütchen mal vor sich hin schmuggeln, bis die Zwiebeln schön glasig geworden sind. Zwischendurch natürlich immer wieder reingucken und mal umrühren, damit euch da bloß nichts anbrennt. So, die Zwiebeln sind jetzt ordentlich angeschmort und auch richtig schön glasig geworden. Jetzt kommen unsere Pilze hinzu. Das Ganze werden wir schön unterrühren und es sieht natürlich jetzt wieder richtig, richtig viel aus von den Pilzen. Aber ihr wisst ja Bescheid, die fallen nachher noch gewaltig zusammen. Also der 9er Dutch sollte locker passen. Ein Deckel drauf und mal wieder für eine Viertelstunde, 20 Minuten schmuggeln lassen. Ja, so eine gute Viertelstunde später nimmt der Olli den Deckel mal ab und ihr seht, es ist auf jeden Fall von den Pilzen schon viel weniger geworden. Jetzt lässt er den Deckel ab und lässt erstmal die ganze Flüssigkeit aus dem Topf verdampfen, weil so Pilze und Zwiebeln, die geben doch jede Menge Flüssigkeit ab. So, die Flüssigkeit ist mittlerweile so gut wie weg. Na, und bevor uns das Ganze jetzt trocken läuft, wird der Olli das Ganze jetzt mit einem trockenen Weißwein
ablöschen. Damit holen wir dann die letzten Röstaromen vom Dutch Ofenboden auch noch runter. Das gibt so einen richtig tollen Geschmack. So, die erste Charge Weißwein ist damit verflogen. Und jetzt wird der Olli den Prozess nochmal wiederholen, weil dann wird sich der Geschmack nochmal ein bisschen, ja, der wird dann noch intensiver. So, auch die zweite Runde Weißwein hat sich verflüchtigt. Jetzt kommt das Fleisch zurück. Den Saft nehmen wir natürlich auch gerne mit, schon alleine für den guten Geschmack. Und dann kommen 800 Milliliter Gemüsebrühe hinzu. Das Fleisch so ein bisschen mit unterheben, dass es ja, mindestens über drei Viertel gut bedeckt ist. Dann kommen noch zwei Zweige Thymian hinzu, Deckel drauf. Und dann denke ich mal, wird das so nach einer Viertelstunde, ja, Viertelstunde, 20 Minütchen, wären wir dann schon fast soweit. So, eine gute Viertelstunde ist rum. Wir schauen mal rein und ja, hat schön vor sich hingeblubbert. Aber wie ihr seht, es ist auch noch reichlich Flüssigkeit. Der Deckel bleibt jetzt erstmal ab und dann lassen wir es noch für ein paar Minütchen vor sich hin simmern. Achtet auch darauf, dass ihr unter eurem Hockerkoch oder Kohlen, egal was ihr benutzt oder euer Grill, nicht zu viel Unterhitze habt. So ein leichtes Kochen reicht völlig aus. Jetzt schmeckt der Olli noch einmal ab, bevor wir zu den letzten beiden Zutaten kommen, weil es soll natürlich auch richtig deftig werden. Die nächste Zutat ist natürlich ein kleiner Becher Sahne, so richtig schön für die Cremigkeit. Ach, Pilze, Sahne, Hähnchen, das gehört einfach zusammen. Weil Sahne klaut zum Gericht ja auch ein bisschen die Würzung, deshalb schmeckt der Olli das Ganze nochmal ab. Wow, und er ist der Meinung, da gehört auf jeden Fall noch ein bisschen Paprika vielleicht mit dran, ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Aber das kann unterm Strich ja jeder so entscheiden, wie er das für richtig hält. Und Leute, was soll ich euch sagen? Das ist natürlich noch nicht genug, weil wir haben natürlich auch noch einen Becher Schmand besorgt, ne? Und ich wollte den unbedingt mit da rein haben, weil es schmeckt einfach geil. Ich konnte den Olli überreden. Er reißt den Becher auf und jetzt kommt natürlich noch ein Becher Schmand hinzu. Das Ganze mit dem Löffel mit Herz gut umrühren. Dann noch für ja, so 2, 3, 4 Minuten ganz langsam einköcheln lassen. Und dann sind wir schon auf der Zielgeraden. So, unser Hähnchen-Jägertopf ist damit fertig. Dann gehen wir mal zurück an den Tisch und richten mal ein schönes Tellerbild an. Als Beilage haben wir uns Reis gemacht. Wie ihr seht, auf so schöne drei kleine Portionen aufgetürmt. Jetzt kommt eine ordentliche Portion Fleisch mit Soße drüber. Ein ganz kleines bisschen Angebersalat und damit ist unser Hähnchen-Jägertopf auch fertig. Leute, das sieht nicht nur richtig lecker aus, das war auch richtig lecker. Aber mehr dazu später im Fazit. Bis gleich. So Leute, kommen wir zum Fazit. Also, wir haben das Ganze in unserem 9er Dutch gemacht, da passen 4-5 Liter rein und auf einem Hockerkocher. Das hat echt nur Vorteile, du kannst damit die Hitze super regulieren. Gerade am Anfang möchtest du mit dem Fleisch ein bisschen mehr Hitze. Später, wenn du die Sahne reinmachst, möchtest du die Hitze ein bisschen reduzieren. Das macht einiges einfacher, anstatt auf so einem auf Kohle. Ne? Ja klar. Wir haben euch so ein Ding mal unten in der Beschreibung verlinkt, könnt ihr gerne mal reingucken, das kostet nicht die Welt, vielleicht habt ihr da auch Spaß dran. Genau. Ja, dann kommen wir mal so zu dem Gericht an sich. Also ich kann nur sagen, das war eigentlich echt eine richtig runde Sache. Also es war nicht zu würzig, es war nicht zu scharf, ne? Wir haben auch jetzt nichts Scharfes groß verwendet, aber ne, am Ende noch ein bisschen Pfeffer dazu gegeben. Es war einfach ein würziger, leckerer Jägertopf. Ja, genau, und der ist perfekt für nach Feierabend. Ja. Der Hockerkocher macht das natürlich noch schneller, noch einfacher. Das heißt, ihr habt Inhalt mit Schnippeln, mit Kochen drum und dran, eine gute Stunde, eine Viertelstunde, ist das Gericht auf dem Teller, kriegt das schön 6 Leute von satt. Ein bisschen Reis noch dabei kochen und für ein bisschen. Wir haben gedacht, ein paar Spätzle wären auch vielleicht lecker dazu. Genau. Irgendwie sowas in der Art. Aber im Grunde genommen, das war geil. Ja, auf jeden Fall. Ja, also zum Nachmachen empfohlen und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin, dann ciao. Das habe ich aber gut. Ich habe extra scharf gemacht. Hey, Messer.
Ein kleines Messer. Ein kleines Messer. Ein geiles Messer. Du kennst dich irgendwo her. Du warst doch gestern schon so schnittig, ne? Wolltest du auf dem Schoß sitzen und sitzt ein bisschen weiter vorne? Das ist Sven, ich sitze mit dir. Schmutzschlecker, Finger im Po, die Handpuppe. Prost, Männer, haben wir schon wieder ein Video im Kasten. Oh, Prost. Ihr seid auch noch da? Also, hier geht's zu meinem Kanal, da könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Macht das doch mal. Hier oben findet ihr noch weitere Playlists und andere Videos von uns. Und da unten, da kommt ihr zu unserem letzten Video. Genau. Viel Spaß. Guck mal rein, wir gehen jetzt mal ins Saufen. Ciao.